Viele Menschen empfinden ihre Gefühle als irrational, schwierig und ziemlich unpraktisch. Das liegt daran, dass sie ihren Gefühlskompass nicht kennen. Jedes Gefühl erfüllt eine wichtige Funktion in unserem Leben. Auch die schwierigen Gefühle, wie zum Beispiel Wut. Sie hilft uns zu verändern, was uns nicht passt. Sie lässt uns Position beziehen und aktiv werden. Doch Vorsicht, in ihrem Schattenausdruck kann Wut sehr zerstörerisch sein. Aber was ist mit den Situationen, die wir nicht verändern können? Dafür ist Trauer da. Sie entspannt uns, lässt uns weich werden und hilft uns, das anzunehmen, was nicht zu ändern ist. Doch auch Trauer hat einen Schattenausdruck, die Passivität. Ja, und leider gibt es auch Situationen, die wir weder annehmen noch verändern können. Hier ist Angstkraft gefragt. Sie markiert die Grenze zum Unbekannten, den Bereich, wo alles uns Vertraute versagt und nur etwas ganz Neues geschehen kann. Viele Menschen kennen die Angst leider nur in ihrem Schattenausdruck, der Lähmung. Ja, natürlich gibt es auch Situationen, die genau so sind, wie wir sie haben wollen. Na, wenn das kein Grund zur Freude ist. Freudekraft lässt uns strahlen und macht uns ungemein anziehend. Doch auch unser Lieblingsgefühl hat eine Schattenseite, die Illusion. Das fünfte Gefühl im Kompass liegt in seiner Mitte verborgen, die Scham. Durch sie können wir uns selbst hinterfragen. In ihrem Schattenausdruck steht die Scham für Selbstzerfleischung. Du willst mehr über den Gefühlskompass erfahren? Das Buch zum Thema Gefühle und Emotionen – eine Gebrauchsanweisung. Als Buchtipp erschienen in Connection, Herzstück, Emotion und dem Prisma-Magazin. Erhältlich über vivianditmar.net oder im Buchhandel.